Größte ist ein super Opa. Und er genießt das auch, weil er hat das natürlich mit seinen eigenen Kindern viel verpasst. Die mussten zusammenhalten. Das ist einfach bei uns Voraussetzung gewesen. Und deswegen war es nicht immer schön, ne? Weil auch Mama war im Krankenhaus und das waren keine schönen Momente. Für mich war er auch wie ein Vater. Ich wusste genau, was er meinte, wenn er mal geschubt hat oder wenn er mal etwas anderes gesagt hat. Ein Wort von ihm war immer akzeptieren. Ja, das ist so hängen geblieben. Das Aufwachsen von meinen Kindern habe ich nicht so wahrnehmen können, weil ich doch dann beschäftigt war mit das Fußballgeschehen. Sie nannten ihn den Knurrer von Kerkrade. So haben Fußballfans vor allem in Deutschland Huub Stevens als Trainer in Erinnerung. Oft mürrisch und aufbrausend. An seinem Wohnort in Eindhoven lernen wir einen ganz anderen Menschen kennen. Liebenswert und entspannt. Im Ruhestand. Mir geht's hervorragend. Sehr gut. Ja, auch in die Corona-Zeit, muss ich sagen, ja, geht es mir trotzdem sehr gut. Nach 50 Jahren als Spieler und Trainer, nun ein Leben ohne Fußball. Wie ist das so? Gut, anders, aber ruhig. Und da musst du auch vergenießen, ja, wenn das kann. Sohn Michael ist zu Besuch da. Er lebt längst in Berlin. Mit Ehefrau Toos ist Stevens seit 45 Jahren verheiratet. Gelassen beobachtet sie die neue Freizeitgestaltung des Fußballrentners. Am liebsten ja, im Garten ein wenig arbeiten und der Pool tut er dann selbst sauber machen und so. Und ja, weiter jetzt, wie Sport natürlich wieder ist, guckt er auch natürlich viel Fernsehen ab und zu. Fahrrad fahren, Fußball natürlich und ja, Golf ab und zu auch, dass er dann guckt. Und nee, der hat keine Langeweile, sowieso nicht. Einen kleinen Rückzugsort hat er sich auch geschaffen, oben unterm Dach. Das ist mein Büro. Doch Transferlisten und Pokalstatistiken werden hier nicht gewälzt. Fußball ist nur noch durch Erinnerungsstücke präsent. Der 67-Jährige sammelt Postwertzeichen seit 50 Jahren. Das sind meine Briefmarke. Ich bin damit angefangen, wie ich glaube, ich 16, 17 Jahre war. Auf einmal ist das zu mir gekommen, von Briefmarke sammeln. Ja, und ja. Andere, die tun viel lesen, ich tue auch mal lesen, ja. Aber wenn ich dann einige Stunden habe und ich setze mich hier, um ruhig von zu werden. Ja, um die Zeit zu verbringen. Ein altmodisches Hobby, doch es passt irgendwie zu ihm. Keine Angst, wir kommen gleich nach. Ja, hier kommt. (1971) Er absolviert gerade eine Ausbildung zum Schlosser, wird der junge Mann halbwaise. Sein Vater Josef, ein Bergarbeiter, stirbt bei einem Autounfall. Huub ist damals 16 Jahre alt. Der Vater bleibt ein Vorbild. Bis heute. Sicherlich die Ehrlichkeit, das harte Arbeit, und er war Bergmann. Und er hat nur Nachtdienste gedreht. Und das haben wir, denke ich, doch von ihm übernommen. Ja. Dass harte Arbeit nötig ist. Ja. Und meine Mutter, die war unheimlich lieb und respektvoll. Die schwere körperliche Arbeit unter Tage hatte den Vater schon mit 48 Jahren zum Frührentner gemacht. Er war damals auch unheimlich stolz. Dass ich denke, dass er nachhinein auch stolz gewesen wäre auf das, was wir erreicht haben.
Er wollte nie, dass wir auch Bergleute wurden. Das wollte er nicht, weil er wusste, wie schwer das der Arbeit war. Und da hat er auch wirklich uns alles zurückgehalten, was zurückgehalten war, dass wir das nicht tun konnten. Aber nein, er hat in die Jahre, so wie ich ihn erlebt habe, hat er wirklich alles getan für seine Kinder. Hüb übernimmt fortan die Rolle des Familienoberhaupts. Er hatte natürlich fühlte sich verantwortlich für seine Mutter und für die Jungs. Und dafür hat er auch alles gegeben, um seine Mutter und seine Brüder zu schützen und auch zu versorgen natürlich. Mit 17 musste ich schon 27 sein, hat Stevens einmal gesagt. »1975 wechselt Stevens zum PSV Eindhoven, seine erfolgreichste Zeit als Spieler. 11 Jahre bleibt er hier. Von Anfang an bedient er sich auch psychologischer Tricks. Er weiß, bei einem Fußballspiel wird viel geredet. Die Gegner beschimpfen, so würde er das nicht nennen. Wenn ich gegen einen Stürmer spielen musste, dann wollte ich alles wissen von dem. Ja? Um auch mal beispielsweise, wenn er mal was hatte, familiär oder wie denn auch, dann habe ich das auch genutzt, weil ich wollte gewinnen. Auch von seinen Mannschaftskameraden fordert er Einsatzbereitschaft und eiserne Disziplin. Dann haben wir da mal einen Streit gehabt, ja. Aber das machte mir auch gar nichts aus, weil ich wollte nur, dass wir als Mannschaft ja, funktionierte. Und wenn einer dann nicht das getan hat, was gefragt wurde, dann wurde darüber gesprochen. Und ich war einer von den Spielern, der das auch angesprochen hat. Doch zum Selbstverständnis des bulligen Innenverteidigers gehört auch Härte gegen den eigenen Körper. Ich weiß noch gut, wenn ich eine Bank hatte, ja, und ich habe einen Ausdauerlauf gemacht, was dann auch Liegestütze, ja, Bauchmuskeln, das hast du für dich selbst getan. Das brauchte mich kein Trainer zu sagen. Das haben wir von selbst aus gemacht. Als Spieler setzt Stevens auf das Prinzip Abschreckung. Kompromisslos und ohne Skrupel, ein Horror für jeden Gegenspieler. Oh, gar kein Problem. Nein, warum? Das hat auch die Stürmer beeindruckt. Ja, wenn sie wussten, dass sie dann gegen mir spielen mussten, dann war das kein schöner Tag für sie. Ja, weil der Name hatte ich. Na gut, war auch kein Problem. Ich hab das eigentlich noch ein wenig genützt, ja, in meinen Vorteil. Die schwerste Prüfung seines Lebens muss der Privatmann Stevens ab 2007 bestehen. Er trainiert gerade den HSV. Ehefrau Toos ist lebensgefährlich erkrankt, muss mehrfach operiert werden, fällt zwischenzeitlich sogar ins Koma. Ich bin natürlich sowieso, bin ich, wenn ich das von mir selbst sagen darf, auch ein ja, ein Mensch, was eigentlich nie aufgibt. Und damals natürlich nach dem, oder ja, im Koma, eigentlich danach, kurz danach, haben wir ja erfahren, dass Michael und Ronja Papa und Mama werden. Und das hat mir dann auch die Kraft gegeben, um weiter zu kämpfen, um wieder so weit gesund zu werden. Und das hat lange gedauert. Ich meine, das hat Monate war das, vor dass ich dann wieder ein richtiger Mensch war. Ja, ich konnte ja nicht mehr reden, ich konnte nicht laufen, gar nichts mehr. Und dann dauerte es natürlich lange. Stevens teilt Kräfte und Gefühle auf. Zu Hause ist er nur für die Familie da, doch in seinem Job gibt er weiterhin alles.
Eigentlich war es ein Abschalten für mich von den Problemen, die wir hatten zu Hause. Dann bin ich zum Verein gegangen und dann hat es Klick gemacht. Und dann habe ich mich voll konzentriert auf meinen Job und auf meine Aufgaben. Und das war nicht immer einfach. Aber ich glaube, das ist uns, und ich sage uns beide, ist das gut abgegangen. Was ich dementsprechend immer dann sehr wertgeschätzt habe, ist, dass mein Vater dementsprechend auch immer sehr auf sie aufgepasst hat, für sie da war und dementsprechend auch dann auch die richtigen Werte uns wiederum mitgegeben hat. Wie gesagt, dass die Familie einfach enorm wichtig ist und die müssen zusammenhalten. Das ist einfach bei uns Voraussetzung gewesen und deswegen war es nicht immer schön, ja, weil auch Mama war im Krankenhaus und das waren keine schönen Momente. Dazu muss man dann auch sagen, dass wenn mein Vater arbeiten war, ich und meine jüngere Schwester dann dementsprechend ja, teilweise alleine oder von jemand anders betreut worden sind. Ich habe mich dementsprechend auch sehr schnell verantwortlich gefühlt, ja, mich um meine Mutter zu kümmern und meine Schwester. Und das hat mich dementsprechend auch als Person wieder sehr früh und sehr schnell auch reifen lassen. Beim HSV stehen die Zeichen auf Trennung. Und doch. Bei der Saisonabschlussfeier wird Ehefrau Toos mit stehenden Ovationen gefeiert. Das wird er nie vergessen. Ja, das war doch eine super Erinnerung. Wir hatten deutlich gemacht, dass wir auseinandergehen würden. Und wie wir es dann doch hinbekommen haben, um uns zu qualifizieren für das internationale Geschehen, war das wie eine Meisterschaft für HSV. Und dann auf der abschließenden Feierabend war meine Frau auch da und wurde dann auch durch Präsidium und Vorstand gelobt und nach vorne geholt eigentlich. Und das war wirklich für ihr war das super. Darum sage ich auch, das sind alle Sachen, die vergisst du nicht. Ja? Und darum bleibst du auch mit deinen Gedanken dann auch bei so einem Verein. Weil das sind Geschichten, die vergisst man nicht. Das sind Gefühle, die behält man. ...1993. In seinem ersten Job als Cheftrainer bei Roda Kerkrade baut Stevens eine Mannschaft auf, die zur erfolgreichsten der Vereinsgeschichte wird. Er macht Kerkrade zu einem der führenden Clubs der Niederlande, auf Augenhöhe mit Amsterdam, Rotterdam und Eindhoven. Mit dabei Marco van Hoogdalem, damals 21 Jahre alt. Einige Jahre später wird er seinen Trainer in der Bundesliga beim FC Schalke wieder treffen. Zwischen Spieler und Fußballlehrer entwickelt sich bald ein ungewöhnliches Vertrauensverhältnis nach anfänglichen Schwierigkeiten. Für mich war er auch wie ein Vater, weil ich habe so viel mit ihm gearbeitet und ich wusste genau, was er meinte, wenn er mal geschubt hat oder wenn er mal etwas anderes gesagt hat. Wusste ich sofort von, oh ja, jetzt meinte er, ja. Der hat mich immer Weichei genannt. Warum? Weil ich meinen Fuß zurückgezogen habe, immer im Zweikampf. Ja, da habe ich ein Training, habe ich das gewusst. Da hat er gesagt, du, der ganze Training macht nur Zweikämpfe. Letztendlich hat es mir wel das gebracht, was in mich gesteckt, was in mir war. Und da hat er mich sofort anerkannt, denke ich. Stevens Kompromisslosigkeit und seine Menschlichkeit haben den jungen Abwehrspieler damals überzeugt. Oh, ich glaube hart, aber fair und zielgerichtet. Der wusste von was er sagt, von vielen Spielern, die nicht die Qualität hat, wusste er eine ganz gute Truppe zu machen. Und das ist das Wichtigste, was ich auch gelernt habe von ihm. Und Spaß hat es auch noch gemacht. Ich weiß noch gut, andere Spieler haben sie das Auto haben sie, hinter das Tor hingestellt. Ich sage, ja, und da gehen wir gleich gehen wir,
ja, Torabschluss an der Seite machen. Ja? Und dann holte der rein, um seinen Schlüssel zu holen. Ich sagte, ja, geh mal rein. Und dann ist er das zum Auto genommen. Aber das war nicht möglich. Das Auto, da waren die Reifen, die waren abgeschraubt worden. Da konnte nicht weg mit das Auto. Aber das waren alle Sachen, die Truppe untereinander getan hat. Ja? Und da hat auch jeden mitgemacht. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Ich muss auch ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich das auch noch bei Schalke erlebt. Aber ich habe das bei keinem anderen Verein so erlebt, wie ich das hier bei Roda und bei Schalke damals erlebt habe. Als Privatmann ist der Fußballlehrer vor allem im Garten hyperaktiv und, wie sein Nachbar berichtet, zuweilen brandgefährlich. Das Problem mit ab und zu ist, dass er nicht still sitzen kann. Ja? So, er ist immer dann im Garten oder er hat fast mein Haus in wie nennt man das, in Wand gestochen mit einem Apparat, elektrisches Apparat oder ein Gasapparat. So die Flamme gehen durch die Garten. Das ist auch hyp. Mit dem Bunsenbrenner gegen das Unkraut an der Hecke, das konnte nicht gut gehen. Die Nachbarwand ist aus Holz. Hallo, ich habe gleich der Dinges genommen, um das zu löschen. Aber sie haben auch gleich Feuerwehr angerufen. Die waren gleich da. Und das war Glück. Und pass auf, das Haus, das ist Holz. Hä? Das ist ein Risiko, was du hast. Und darum sind wir auch an der Seite ans Löschen gegangen. Das war nicht so ein Problem in der Richtung. Und dann, was musste dann neu gemacht werden? Ja, das ganze neu. Das ist ganz, ganz neu. Ja, das ist auch, dass das neu ist. Siehst du? Ja, das war alles weggebrannt. Jetzt habe ich elektrisch und das ist kein Problem. Aber trotzdem bin ich vorsichtig und bleibe ich jetzt das Wissen, als wenn ich es tue. Okay, sehr gut. Ja. Kindheit in der limburgischen Provinz. Der stürmische Junge, immer unterwegs mit seinem Tretroller. Durch den Ort fließt ein Bach. Gefahren lauern überall. Man sagt hier ein Autopad. Da hast du draufgestanden und mit einem Fuß draufgestanden und mit dem anderen hast du Gas gegeben. Und dann bin ich 300 Meter zurück, wo wir wohnten, bin ich mal. Da waren kleinere Bäder, ja, und dann bin ich da etwas zu schnell durchgefahren und so bin ich da reingefallen und dann hat mich eine Nachbarin, die hat mich gerettet, weil ich hatte damals noch nicht die Kraft, um da rauszukommen, weil das war tiefer und das war wirklich eine richtige Wucht, ja, und hinter das Wasser und da kam ich, selbst war ich da nicht rausgekommen und die hat mich dann das Leben gerettet. Es war eine Lektion fürs Leben. Und ich habe die auf diese Art und Weise gelernt. Weil das läuft ganz durch, der Fluss. Der läuft. Ja? Und da bin ich auch noch mal drin gefallen, hinten. Ja? Auf der Schwinzweig heißt das damals. Da bin ich auch noch mal reingefallen. Da wollten wir über den Fluss springen. Und dann habe ich es nicht geschafft und dann bin ich so nach hinten gefallen und rein. Aber da hatte ich Kraft genügend, um da rauszukommen. Ansonsten eine idyllische Jugend im Holland der 50er, 60er Jahre. Alles, was man früher getan hat und konnte tun, das haben wir getan. Fußball gespielt, aber ja, wir haben Fenster reingeschossen mit dem Ball, als wir Fußballspielen waren und ja gut. Dann musstest du wieder blechen, ja, weil dann musstest du wirklich verarbeiten, um das hinzukriegen, dass die Fenster wieder
in Ordnung war. Das war eine schöne Zeit, ja. Das war unsere Jugend, ja. So lebten wir. Und der Fluss war ein Teil davon. Wir haben auch die Ratte, die wir geschwimmt haben in der Fluss, die haben wir abends aufgeschossen und gejagt. Das habe ich gelesen. Ja, naja, gut, aber das war auch in der Fluss, ja, wo die saßen. Mit einer Luftpistole? Ja, Luftwaffen, ja. Ja. Mein Vater hatte Tauben, ja, und da musste es auch aufpassen, ja, mit die Ratte und wie dann auch. Aber das sind schöne Erinnerungen, ja, um hier zu sein, ja, bei das Wasser, ja. Es war eine andere Welt. Der Name Schalke steht für die wohl größten Erfolge des Trainers Huub Stevens. UEFA Cup, zweimal DFB-Pokal und fast deutscher Meister. Zur sogenannten Eurofighter-Truppe gehörte damals auch Olaf Thon. Also der ist noch viel besser. Ja. Gut, man muss aber draufgehen, um ein Gefühl zu haben. Das ist auch so. Aber das sieht viel besser aus, als wo wir gestern drauf waren. Das kommt auch wieder. Das ist provisorisch. Ja? Ja. Als Stevens kam, war Thon schon seit 2 Jahren zurück vom FC Bayern München, mit dem er 3-mal deutscher Meister geworden war. Doch auch beim großen Talent aus Gelsenkirchen sah der Mann aus Holland noch einiges, was sich verbessern ließ. Ich hatte eine Angewohnheit, für mich den sichersten Pass zum Mitspieler angeschnitten zu spielen. Und er hat vollkommen recht gehabt. Da kam er zu mir und hat mir gesagt, Olaf, das ist zwar alles gut und schön, aber wenn der Mike Büskens und der Radek Lattal auf der anderen Seite die Verteidiger den Ball nicht gut annehmen können und ich mache es denen schwer, ja, ist doch klar, dann spiele ich den Ball mit der Seite in den Lauf, als den anzuschnibbeln. Und dafür ist ein Trainer auch da, solche Kleinigkeiten rauszunehmen und auch einfach den Mut zu haben, auch einem Spieler zu sagen, hey, das geht so nicht. Für dich vielleicht, aber nicht für die Mannschaft. Nur ein Beispiel. Ein Wort von ihm war immer akzeptieren. Ja, das ist so hängen geblieben. Und das sind viele, viele Sachen, die mir jetzt so spontan dann auch einfallen würden. Wie ich dann hier gekommen bin, ja, da war es doch wieder, ja, auch für die Jungs war es neu, ja, um sich zu gewöhnen an die Aufgabe, die ich mitgegeben habe. Beispielsweise im Training, ja, keine Hand am Ball. Ja, aber wir sind Fußballspieler und keine Handballspieler. Ja, da haben sie sich wirklich an gewöhnen müssen. Das hat ja auch, glaube ich, die erfolgreichen Trainer, ob es Sepp Herberger ist, ob es Beckenbauer ist, die haben alle so ihre Philosophie gehabt, ja, wo man auch diskutieren konnte, ist das alles so richtig. Aber so eine gerade Linie zu haben als Trainer ist, glaube ich, das A und O. In Schalkes Manager Rudi Assauer hatte der Trainer einen mächtigen Unterstützer. Ein Freund vom ersten Tag an, so Stevens. Und das, obwohl der Sportler vom passionierten Zigarrenliebhaber ständig zum Passivrauchen gezwungen wurde. Wenn du um 7 Uhr morgens in die Geschäftsstelle kamst, in sein Büro, dann war da, da musst du auch beispielsweise dich dadurch hinwurscheln und in Auto. Wenn wir in Gespräch gingen nach einem Spieler, ja, dann saß er in der Auto zu paffen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann du hast passiv mitgeraucht. Ja? Aber das hat Spaß gemacht. Ja? Und natürlich habe ich da etwas von gesagt. Da hat sich da nichts von, ja, da hat durchgepafft ohne Ende. Das war unglaublich. Da oben. Finde ich ein super Bild. Das ist die Mannschaft, die sitzt in der Mitte mit dem UEFA-Pokal. Sportler und Alkohol in der Stunde des Sieges. Für den Trainer mit Bodenhaftung nicht der Rede wert. Ich weiß es nicht, aber die Jungs haben auch eine Flasche Bier vor sich stehen. Da hatte ich auch keine Probleme mit. Ja, dass sie ein Glas Bier trinken oder ein Glas Wein. Das ist doch kein Punkt. Den empfindlichen, grantigen Menschen Stevens lernten vor allem die Journalisten kennen, mit ihren kritischen Fragen. Du musst deine Spieler
musst du doch schützen. Und da musst du auch mal sagen, zu Kraft haben mit Medienvertretern. Und sicherlich nach einem Spiel, wo sie noch die Emotionen hast, ja, wenn dann Fragen gestellt werden, die in die Richtung gehen, ja, dann sind sie nicht bei mir auf der richtigen Stelle. Dann gebe ich auch Gas. Der Spielertunnel auf Schalke ist einem unterirdischen Stollen nachempfunden. Für den Bergarbeitersohn Stevens genau die richtige Umgebung zur mentalen Einstimmung seiner Spieler. Da waren wir unter Tage, ja, 1000 Meter unter der Erde, ja, wo die an der Arbeit waren. Ja, dass sie nochmals das Bewusstsein bekommen haben, ja, um hier rauszulaufen und das Gefühl haben von, wir haben ein super Leben. Die Kumpel-Mentalität, das Zusammentun, ja, das kommt hierhin zurück. 2004 wählten ihn mehr als 10.000 Schalke-Fans zum Jahrhunderttrainer. Kein Wunder. Kerkrade, Gelsenkirchen, Berlin, Köln, Hamburg, Salzburg, Saloniki, Stuttgart. Station der Trainerlegende aus Eindhoven. Zuletzt Hoffenheim. 2016 war für ihn dort Schluss. Herz-Rhythmusstörungen. Danach noch einmal Schalke für 10 Spiele. Seitdem genießt Stevens Fußball bevorzugt am Bildschirm und versucht, ein Stück Leben nachzuholen, das er durch seine sportliche Leidenschaft jahrzehntelang nur von der Seitenlinie aus verfolgen konnte. Er ist ein super Opa. Und er genießt das auch, wow. Er hat das natürlich mit seinen eigenen Kindern viel verpasst. Und das hört man oft, dass dann, wenn die Altspieler so Opa werden, dann genießen die das doppelt eigentlich gegenüber früher. Für die Enkelkinder ja, macht er einfach alles. Und das ist auch für die Kinder schön, ja, weil die wissen halt, bei Opa Hüb ja, ist. Es ist einfach viel Spaß und da wird einiges erlaubt und dementsprechend es ist es einfach für beide Seiten, glaube ich, schön. Das Aufwachsen von meinen Kindern habe ich nicht so wahrnehmen können, weil ich doch dann beschäftigt war mit das Fußballgeschehen. Und das, was ich damals vermisst habe, das versuche ich jetzt doch zurückzunehmen mit den Enkeln. Eine Rückkehr ins Fußballgeschäft. Nein, das glauben und hoffen alle, die es gut mit ihm meinen. Es gibt auch immer noch Anfragen für ihn, aber ich bin der Meinung, er soll es lassen, soll sein Leben jetzt genießen, die Enkelkinder genießen. Und ich denke, jetzt sind andere dran. Das, was man jeder wünscht, dass er gesund bleibt, dass er genießt von seiner Familie, sein Leben, seine Kleinkinder, aber nicht mehr einen Verein nimmt. Mit seinen Herzproblemen, die jetzt gut gehen. Der Enkel von unserer Tochter, der kommt sowieso einmal in der Woche kommt er hierher und dann verbringen wir den ganzen Tag mit ihm. Und da muss er von genießen, weißt du. Und dafür bin ich froh, dass er zu Hause ist und der bleibt auch zu Hause. Okay, schönes Schlusswort. Danke. Du weißt, das blau-weiße Herz schlägt noch immer. Und wenn dann der Verein doch in die Podulie kommt, ja, dann kann man doch mal wieder nicht Nein sagen. Die Null muss stehen. Das wäre nicht schlecht, ja, wenn das wäre. Weil dann brauchst du nur ein Tor zu schießen. Und das 3 Punkte, glaube ich.